So. Na gut, können wir noch nicht viel machen. Oh, kein Sekt kaufen. Na, ist ja auch erstmal relativ egal. So. Hi, willkommen zurück. Wie ist Meister Otsushis Quest gelaufen? Naja. Klar, die Grundlagen sind nicht sonderlich spannend, aber nur auf einem soliden Fundament kann man bauen, nicht? Denk mal an Dango. Die sind auch deshalb so genial, weil Yomogi bei den Zutaten keine Kompromisse eingeht. Dango hin oder her. Dir geht's ja doch nur um das eine. Quests. Ich habe ein paar neue Einsterne-Quests für dich. Quests ähneln den Erklimm eines Berges. Arbeite weiter die Liste ab und ehe du dich versiehst, bist du an der Spitze. Und wie bei einem Berg führen viele Wege nach oben. Wähle die Quests, die zu dir passen. Und finde deinen eigenen Pfad. Aber wenn du weiter so rumtrödelst, stehst du morgen noch hier und hörst dir mein Geplapper über Dango mit Gesichtern an. Genau, jetzt haben wir noch eine Trainingsquest. Könnten quasi noch reiten lernen und Monsterfang machen beispielsweise. Ja, das können wir gleich noch machen, damit hier wenigstens ein Haken ist, ne? Ansonsten hätten wir hier Dorfquests. Eine Expedition, wir können einmal hier komplett alles erkunden, wenn wir wollen, oder wir sammeln hier irgendwelche Sachen. So, ich würde sagen, wir machen noch die Trainingsquests. Und dann würde ich, denke ich mal, auch schon mal aufhören, weil es ja doch schon recht früh ist, gerade am Morgen. Meine Stimme halt versagt, weil ich über den Tag halt auch schon die ganze Zeit gelabert habe. Ein bisschen Stimme schon. Dann können wir nachher, wenn ich aufgestanden bin, wieder richtig krass durchballern. Aber machen wir erstmal die Trainingsquests noch zu Ende. So, reiten lernen. Ja, ich will reiten lernen. Bitte. Ravenous monsters, their eyes shining bright. Courageous hunters, looking for a fight. This is where they clash, their spirits alight. Hanging in there? Okay. Moinas, bist du hergekommen, um das Wyvern-Reiten zu lernen? Hä? Klasse! Kein Thema, ich zeig dir gern, wie es geht. Okay, fangen wir mit den Grundlagen an. Wyvern-Reiten ist eine echt krasse Technik, die mit Eisenseide arbeitet, um ein Monster deinem Willen zu unterwerfen. Beim Reiten kannst du das Monster zwingen, andere Monster anzugreifen. Oder es sogar gegen Wände krachen lassen und übel verletzen. Nun, es sind ein paar Schritte nötig, um dich erfolgreich auf ein Monster zu halten. Und genau das üben wir heute. Wenn du bereit bist, komm zum Treffpunkt. Da gebe ich dir dann nähere Infos. Und ja, beim Wyvern-Ritt steuerst du einen Eisenseide gelegtes Monster. Halte R und bewege dich mit L. Greife mit A oder X an, weiche mit B aus. In Option kannst du das neu konfigurieren. Drücke beim Wyvern-Reiten Y, um abzusteigen und das Monster vorwärts zu schleudern. Kracht es in eine Wand oder stürzt oder ein Hindernis, nimmt es Schaden und stürzt. Schleudere das Monster, das du reitest, gegen ein anderes Monster, um dieses in den Reitbar-Status zu zwingen. Dann kannst du aufspringen und es lenken. Greifst du beim Wyvern-Reiten andere Monster an, füllt sich deine Wyvern-Ritt-Balken. Ist dieser voll, kannst du einen berittenen Rächer entfesseln. Sobald der Balken voll ist, wird er allmählich abnehmen, bis er leer ist. Stell also sicher, dass du vorher einen berittenen Rächer bewerkstelligst. Die Wyvern-Ritt-Zeit zeigt dir an, wie lange du noch reiten kannst. Die Zeit läuft normal ab und wird weiter reduziert, wenn du von anderen Monstern angegriffen wirst. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wirst du abgeworfen.
Führe berittenen Rächer oder Monster schleudern aus, bevor das passiert. Drücke beim Wyvern-Reiten B, um Angriffen und Zurückschrecken abzubrechen. Das verbraucht den Seilkäferbalken. Wenn du Ausweichen und Notfallausweichen ausführst, wenn du gerade von einem anderen Monster angegriffen wirst, betäubst du dieses und kannst einen Angriff hinnehmen. Die beim Wyvern-Reiten verfügbaren Angriffsarten unterscheiden sich je nach Monster. Verschiedene Kombinationen von X und A sowie L eröffnen Angriffe, also reite alle Monster und greife fleißig an. Okay. Der maximiert erstmal alle meine Werte, krass. Bereit für den Ritt, Ass? Dann pass jetzt auf. Also, wenn du Wyvern reiten möchtest, musst du erst ein Monster in den Reitbarstatus versetzen. Es gibt viele Wege, das zu erreichen. Für den Anfang schauen wir uns mal die gute alte Seidenbinder-Methode mit Seilkäfern an. Wenn ein Monster kontinuierlich mit Seidenbinder-Angriffen drangsalierst, verheddert es sich irgendwann und wird reitbar. Du nutzt dafür einen Seilkäfer, also wird auch dein Seilkäferbalken verbraucht. Behalte ihn also gut im Blick. Jeder Waffentyp hat seine eigene Seidenbinder-Technik, also probier sie alle aus. Magst du dir einen Moment zum Üben nehmen? Gib mir einfach Bescheid, wenn du genug hast. Genau, dann haben wir hier nochmal die Seilkäfer-Aktion. Das hatten wir, glaube ich, aber schon, ne? Seilkäfer sind erstaunliche Wesen, mit denen du eine Vielzahl von Aktionen ausführen kannst. Verführe mit Seilsprints, schnelle Manöver in der Luft, führe mit Seidenbinder waffenspezifische Tricks aus oder gewinne mit Seilfall deine Beherrschung zurück. Ein leerer Seilkäferbalken füllt sich mit der Zeit wieder auf und kann dann wieder verwendet werden. Die Verbrauchsmenge und Erholungsdauer hängen von der jeweiligen Aktion ab. Das Fangen eines wilden Seilkäfers erhöht die Anzahl vorübergehend um 1. Eine in Kamura beliebte Jagdtechnik, bewege dich mit Seilkäfern durch die Luft, um dein Ziel schnell zu erreichen. Halte ZL gedrückt und drücke X für eine vertikale Bewegung. A für Vorwärtsbewegung, ZR, um dich in die Zielrichtung zu bewegen. Das kennen wir aber schon. Nutze Seilsprints nacheinander oder vor einer Wand zum Wandlauf. Ja, jede Waffe hat ihre eigenen mit Seilkäfer genutzte Seilbinderfähigkeit. Mit weggesteckter Waffe ist diese nicht verfügbar. Zieh deine Waffe und drück die Tasten. Das hatten wir ja schon. Alles klar, keine Fragen mehr zur Nutzung der Seidenbinder-Technik? Gut, als nächstes zeige ich dir, wie du dir ein ganz fantastisches einheimisches Wesen zunutze machen kannst. Die Marionettenspinne. Oder Marionettspinne. Gleich da drüben ist eine Marionettenspinne. Mit etwas Geschick können die klebrigen, robusten Seidenfäden dieser Spinne genutzt werden, um ein Monster reitbar zu machen. Du kannst die Seidenbinder-Technik oder einen Marionettenspinne nutzen, um ein Monster zu besteigen. Funktioniert beides. Geh auf ein reitbares Monster zu und greif es entweder an oder drück mit weggesteckter Waffe A, um den Wyvern-Ritt zu starten. Du weißt jetzt also, wie du mit dem Wyvern-Ritt startest. Cool. Jetzt musst du es nur noch austesten und schauen, welcher Stil dir liegt. Wie steht's? Lässt du es auf einen Versuch ankommen? Gut, ich habe extra hierfür einen Azuras vorbereitet. Beide Methoden funktionieren. Konzentriere dich also erstmal darauf, ihn in den Reitbar-Status zu bekommen. Easy. Versetze Monster in den Reitbarstatus, indem du sie genügend mit Seilkäfer-Sprungangriffen oder Seidenbinder-Aktion angreifst, sie gegeneinander kämpfen lässt oder bestimmte einheimische Wesen nutzt. Geh auf ein Monster in diesem Status zu und lande einen Schlag. Oder stecke deine Waffe weg und starte den Wyvern-Ritt mit A. Kabelkäfer-Sprungangriffe und Seidenbinder-Aktion verursachen Schaden, der Monster in einem reitbaren Zustand versetzen kann. Daher wird er als spezieller Schaden angezeigt. Genau, halt mit so einem blauen Hintergrund. Ne, das ist halt Damage, wenn ihr das immer mal sehen solltet jetzt zukünftig. Also Zahlen, die so einen kleinen blauen Hintergrund haben. Der Schaden zählt halt als Reit.
Schaden quasi, dass wir dann das Monster in einen reitbaren Zustand versetzen können. Attack! Wyvern Rider. Yeah. Ja, die Wyvern-Rittanzeige zeigt, wie lange du noch reiten kannst. Sie läuft mit der Zeit ab, wenn du angegriffen wirst. Im Training hast du ewig Zeit, draußen im Feld aber nicht. Ja, cool. Sieht gut aus, Ass. Versuch jetzt mal einen Angriff. Mann, was für ein Stachel. Okay, Zeit zum Ausweichen. Spitze, Ass. Jetzt zeig mal, wie du das Monster schleuderst. Schleudere das Monster, das du reitest, gegen ein Hindernis, was ihm schweren Schaden zufügt und es stürzen lässt. Achte darauf, dass du auf Hindernisse oder Wände zielst, wenn du das Monster schleuderst, um maximalen Schaden zu verursachen. Nachdem du ein Monster gegen eine Wand oder ein Hindernis geschleudert hast, drücke B, um deine Balance zu finden. Verbraucht einen Seilkäferbalken. Nutzt du in diesem Zustand zur rechten Zeit erneut Monster schleudern, wird das Monster wiederholt übel zugerichtet. Okay, machen wir mal. Dopp-di-dopp-di-dopp-di-dopp. Bam, zack. Bam, zack. Bam. Oh, Nullbeere. Oh, wie ich von ihm abpralle. Grundlagen sitzen jetzt. Üben wir den berittenen Rächer. Dein Gegner dafür ist ein... Richtig! Noch ein Azuros. Greif erstmal an, um deinen Wyvern-Rittbalken zu füllen. Du brauchst einen vollen Balken und genug Zeit. Jetzt kann ich da nicht richtig lesen, aber ist auch nicht so schlimm. Zack. Starker Angriff. Bam. Zack. Wenn dein Wyvern-Rittbalken voll ist, drücke X und A, um den verheerenden britten Rächer auszuführen. Diese Aktion ist nur für begrenzte Zeit verfügbar. Setze sie ein, bevor du abgeworfen wirst. Während berittener Rächer verfügbar ist, kannst du mit X und A angreifen, um Monster garantiert stürzen zu lassen. Schnelle und schwer erwischende Monster solltest du erst stürzen lassen, um ihnen dann den Gnadenstoß zu verpassen. Yeah. Attack! Oh, ich bin verwirrt. Das lief ja nicht so gut, aber egal, ich bin am Leben. Quest erfüllt. So genau, jetzt könnte man hier beispielsweise mit X... die UI ausblenden, kann sich hier seinen coolen Screenshot halt quasi abspeichern. Und wir nehmen wieder alles mit. So, wieder etwas Neues freigeschaltet. Der Galerie wurde wieder eine Zwischensequenz hinzugefügt. Ja, die haben wir ja gesehen. So, ich würde dann auch sagen, wir machen jetzt doch, wie gesagt, die andere Trainingsmission. Dann gehe ich erstmal Schlafi machen. Und dann schauen wir uns den Rest hier später an, ne? Dangos schmecken
wie der Himmel oder so, sagt sie mal, ne? Dangus has the taste of heaven. Okay, Grundkurs im Monsterfang. So, das andere habe ich gar nicht vorgelesen, ne? Beim Reiten lernen meinte, hey Ass, in Kamora gibt's eine krasse Technik, Wyvern reiten. Dabei nutzt du einen Seilkäfer, um ein Monster zu kontrollieren. Klingt abgefahren, hä? Triff mich in der Arena, dann zeige ich dir alles. Und jetzt machen wir den Grundkurs im Monsterfang. Hey Ass, beim Jagen geht's nicht immer nur ums Töten, ne? Manchmal musst du Monster auch fangen. Wir treffen uns in der Arena, dann zeige ich dir, was es damit auf sich hat. Don't forget to eat. Oh, ich habe vergessen zu essen. Ciao. Ja, das Essen wird später erst wichtig. Das nehme ich jetzt noch nicht so mit. Aber was wir jetzt schon mal machen können... Hey Ass, bereit ein paar Monster zu fangen? Gut, dann sperr die Lauscher auf. Wir fangen ganz leicht an und üben heute die Grundlagen. Wenn du ein Monster jagst, kannst du es entweder erlegen oder lebendig fangen. Ein Monster zu fangen ist komplizierter als es zu töten, aber dafür bekommst du Materialien, die du beim Zerlegen sonst nicht kriegst. Es geht auch schneller als das Erlegen, du sparst dir also auch die Zeit beim Jagen. Für einen erfolgreichen Fang braucht es 3 Schritte. Zuerst vermöbelst du das Monster, bis es geschwächt ist. Ganz einfach, oder? Dann nutzt du eine Falle, um das geschwächte Monster zu bändigen. Zu guter Letzt wirfst du ein paar Beruhigungsbomben auf das gefangene Monster, bis es das Bewusstsein verliert und zack, geschafft. Alles klar soweit? Klar soweit. Bist du Captain Jack Sparrow? Ja, wenn nicht, ist auch nicht, ist auch kein Thema. Wir gehen das zusammen Schritt für Schritt durch, keine Sorge. Schnapp dir als erstes alle Objekte, die du zum Fangen brauchst, aus deiner Vorratstruhe. Wenn du alles Nötige dabei hast, komm rüber. Ich warte dann auf dich. Um ein großes Monster zu fangen, musst du es schwächen. In eine Falle locken und mit Beruhigungsbomben ruhig stellen. Du kannst diese Monster nicht zerlegen. Als Belohnung für den Fang kannst du Materialien erhalten, die nur selten oder nie durch Zerlegen erlangt werden. Versuch es mal zu Materialien sammeln. Damals haben die eigentlich auch gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt auch so ist, dass man auch mit dem Fang mehr Belohnung bekommt in der Truhe. Also, dass du mehr Sachen kriegst als beim Zerlegen. Also, wenn du es jetzt tötest, zerlegst es und kriegst dann Belohnung in der Truhe, soll immer weniger sein, als wenn du es immer fängst. So war es in World zumindest. Drücke Y, um Beruhigungsbomben auf den Boden zu werfen. Du kannst auch mit ZL zielen und dann Y drücken, um sie in eine bestimmte Richtung zu werfen. Hat jetzt immer Beruhigungsbomben oder wie? Du musst mehrmals mit Beruhigungsbomben oder Beruhigungsmunition treffen, um Monster zu fangen. Okay. Aber die muss ich doch erst auswählen. Na egal. Erstmal grillen. Ich glaube, hier in dem Schatten ist es auch ein bisschen schwierig. So, jetzt nochmal, komm. Hä? Muss man direkt nach der Musik jetzt aufhören? Man musste sonst immer ein bisschen warten. Ich probiere es mal direkt nach der Musik. Das ist ja strange. Das ist irgendwie ziemlich komisch. Aber egal, ich weiß jetzt, wie es geht. Bep, 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 bep. Muss genau nach der Musik, okay. Man darf auch nicht zu früh drücken, sonst ist das alles hier sehen und alles ziemlich weg. Oh, tasty. Dann haben wir auf jeden Fall ein paar Sachen. Yeah. Ich komme. Hui. Scheint alles Nötige dabei zu haben. Schön, dann teste dein Handwerkszeug. Doch gleich mal aus, hä? Du kannst Schockfallen und Fallgruben auch zum Erlegen von Monstern nutzen.
Wenn sie nicht rühren, wenn sie sich nicht rühren können, geht der Spaß richtig los. Heute lernst du genau, wie du sie richtig anwendest. Beruhigungsbomben dienen dazu, ein geschwächtes Monster in Schlaf zu versetzen. Aber denk daran, das Monster muss erst in eine Falle gesteckt oder schwach genug sein. Ansonsten ist dieses Objekt wirklich absolut wirkungslos. Ich denke, das ist genug der Erklärung. Hast du Lust, ein Monster aufzumischen? Gut, es ist nämlich an der Zeit für einen Test. Ich habe speziell für den Anlass ein Azuros vorbereitet. Wow, wie selten. Greif das Monster für den Anfang erstmal an, um es zu schwächen. Sobald das Monster schwach genug ist, siehst du ein blaues Symbol über dem Zielsymbol. Halt danach Ausschau. Draußen im Feld humpeln geschwächte Monster vor einem Kampf davon. Pass auf, dass du das Monster nicht zu stark angreifst, sonst tötest du es noch aus Versehen. Hier in der Übungsstunde gebe ich dir Bescheid, wenn es Zeit ist, eine Falle zu benutzen. Also, mach dich ans Kämpfen. Tja, ist nicht. Ich bin dir ausgewichen. Was sagst du dazu, Azuros? Hm? Bam! Bam! Oh komm, dann reiten wir dich mal. Los geht's. Was haben wir gelernt? Ich guck mal an, ob ich das kapiert habe alles. Bams. Bams. Und bam. Easy. Attack. Ist nicht. Mein dicker, bäriger Freund. Oh, was war jetzt los? Du erkennst den Zustand eines größeren Monsters an der Farbe des Augensymbols. Ja, da sieht man es nochmal hier, ne, an der Seite rechts, das Bild. Das neben ihm auf der Karte angezeigt wird. Gelb bemerkt den Jäger und ist wachsam. Rot reagiert aggressiv auf den Jäger. Lila in Bewegung, aber weiter aggressiv. Fällt die Gesundheit eines Monsters unter einen Grenzwert, wird ein blaues Augensymbol über dem normalen angezeigt. Genau, und da sieht man es auch mal, ne, was die meinten. Weil das Gelbe jetzt, das mit dem gelben Augen oder was in der Mitte ist auf der Map, das hat den Jäger bemerkt, macht aber nichts wirklich, also ist halt nur wachsam. Der Rote, der ist gerade aggressiv, ne, und man kämpft wahrscheinlich gerade gegen das Ding, und das Lila, ne, ist auch aggressiv. Aber es hat gerade in Bewegung, also läuft gerade weg oder läuft gerade zu dir hin. Und das andere hier mit dem blauen Symbol, ne, das, was das rote Auge hat, hat jetzt so einen blauen Kopf noch auf sein Symbol, ist halt jetzt geschwächt. Je länger du kämpfst, desto müder werden große Monster. Im müden Zustand sabbern sie, werden träge, schlagen lascher zu und gehen fallen leicht auf den Leim. Aufmerksame Jäger können das ausnutzen. Wenn du sie weiter angreifst, werden die Monster wütend und somit auch schneller gefährlicher. Fangobjekte. Zum Fangen von Monstern brauchst du zwei Arten von Objekten. Erstens eine Fallgrube oder Schockfalle. Zweitens ein Beruhigungsobjekt. Fange geschwächte große Monster in einer Falle und mache anschließend ein paar Beruhigungsbomben oder Beruhigungsmunition den Sack zu. Okay, toll, den verlassen wir. Machen wir das mal, ne? Bob. Und Bob. So, wir können sogar, wie er sagte, wir können das so wirklich so zielen. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Schon nice. Da sitzt der Kauz auf unserem Arm. So, wir nehmen wieder alles mit hier, ne? Yeah, Katze, Stufe erhöht. Buddy, 2 Stufe erhöht. Also Hund und Katze
sind jetzt stärker geworden. Sehr gut. So, wir haben Anfragen erledigt, deswegen gehen wir nochmal zu dem... Schon fertig, fantastisch. Zu dem Dude hier oben hin, wollte ich sagen. Lieferung. Hier hast du dein Steak. Ja, Frischling, schon fertig mit meiner Quest, wie? Ich danke dir. Riecht köstlich. Ich habe direkt noch eine kleine Bitte an dich. Du weißt ja, dass alle versuchen, Kamora auf ihre eigene Weise zu helfen. Nur brauchen sie dabei manchmal eine helfende Hand. Ein gut bewaffnete, wenn du weißt, was ich meine. Sei doch deinen Mitbürgern behilflich, wenn sie sich eine Gelegenheit bietet. Je stärker eure Verbundenheit, desto stärker ist auch Kamora. Okay. So, jetzt brauche ich ja den Rest hier nicht mehr. So, vom Training haben wir jetzt alles abgeschlossen, ne? Genau. Die optionalen Sachen. Ja, müssen wir noch machen. Ups. So, ich kann ja schon mal reingucken, was wir dann so als nächstes in den Dorfquests so bekommen. Was wir dann später machen, wie gesagt. 8 Feuerlaternen, 8 einmalige Pilze, Jagras und Izuchi, okay. Ja, wie gesagt, das würde ich sagen, fangen wir dann später. Aber jetzt würde ich an dieser Stelle aufhören. Bisschen die Stimme schon, ne? Und wenn ich dann aufgestanden bin nachher, dann machen wir hier direkt weiter, ne? Aber ja, danke erstmal fürs Zusehen, fürs Dabeisein. So viel Anfang ist ja doch ein bisschen so Tutorial-lastig. Aber ja, wir nehmen hier einfach alles mit. Ich lese hier alles vor und so, ne? Soll ja auch quasi so auch ein bisschen um die Geschichte gehen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Bis dann. Tüdelü.